Erb, es ist genau das, was ihr denkt. Es ist mal wieder der Mario Kart-Mann aus dem Internet. Und wie zelebriert man die temporäre Anzeige 4 sukzessiver Nullen in einer Abonnentenzahl besser, als über irgendein altes Super Nintendo-Spiel zu reden, von dem 2 Leute jemals gehört haben? Ich meine, ich könnte auch meine ausgepackte PS5 endlich mal benutzen und, ihr wisst schon, Videospiele spielen, aber ich bin heute viel zu beschäftigt dafür. Erstmal natürlich ein großes Dankeschön für 20.000 Abonnenten. Damit befinden wir uns offiziell in der Ära des Kanals, wo die 10.000er Meilensteine für eine lange Zeit viersilbig bleiben werden. An all die Hasen, die heute schon etwas länger dabei sind, heute gibt's wieder eine kleine Geschichtsstunde über meine Vergangenheit. Und an all diejenigen, die jetzt neu dazugekommen sind, es tut mir so leid. Na, dann will ich mal irgendwie versuchen, euch zu erklären, warum wir heute über Goofy reden, statt über irgendwas Interessanteres. Wir schreiben das Jahr 2010 und wie ihr es hoffentlich nicht anders von mir erwartet, bin ich jeden Tag zur Schule gedackelt, hab da so meine schulischen Sachen gemacht und bin dann wieder nach Hause gedackelt. Ich war schon immer ein sehr soziales Kind. Ich meine, wundert's euch? Und Videospiele waren immer interessant für mich, aber nie interessant genug, um ihnen mein Leben zu widmen. Dafür musste ich erst erwachsen werden. Doch dann schreiben wir das Jahr 2011. Eine riesige Umstellung. Die Quersumme änderte sich. Und ich habe in einer Kinder- und Jugendgruppe erste Erfahrungen mit dem Super Nintendo gemacht. Jeden Freitag stand die Konsole dort zur Verfügung und ich erinnere mich spezifisch an Super Mario World, wo ich als erster nach Monaten das Schloss der zweiten Welt geschafft habe, an meinem letzten Tag, an dem ich dort war. Ich wurde so gefeiert, ihr glaubt's nicht, die konnten endlich in Welt 3 ständig sterben. Außerdem gab es noch Yoshi's Island, wo ich mich aber auch nicht mehr an sehr viel erinnern kann, außer an diesen Höhlenbereich ganz am Anfang vom Spiel. Wir haben definitiv noch mehr Spiele dort gehabt, aber ich könnte euch nicht mehr sagen, welche. Die Hauptsache ist jedoch, dass ich meiner Mutter danach davon erzählt habe und sie meinte, wir haben so ein Ding auch. Ab da war ich verloren. Super Mario All-Stars, Super Mario Kart, Donkey Kong Country 2. Nicht mit allen davon hatte ich gleich viel Spaß. Ich habe Super Mario Kart wegen der Steuerung abgestoßen und in Donkey Kong Country 2 konnte ich mich einfach nicht ans Moveset gewöhnen und bin ständig im zweiten Level oder so gestorben. Das hier war mein Dark Souls. In Mario All-Stars habe ich immer und immer und immer wieder die 4. bis 6. Welt von Super Mario Bros. 3 durchgespielt und mehr nicht. Aber dann gab es noch ein 4. Spiel und es trägt den Namen Goof Troop. Das hier ist das Super Nintendo-Spiel aus meiner Kindheit. Es sieht unscheinbar aus, und das liegt vermutlich daran, dass es das auch ist. Aus heutiger Sicht zu erklären, warum dieses Spiel mir so ans Herz gewachsen ist, ist ziemlich schwierig. Ich hatte nie eine große Connection zu Goofy oder anderen Disney-Charakteren. Ich habe nur vielleicht mal beiläufig im Fernsehen davon mitbekommen und ich wusste, wer Goofy ist, aber ich hatte keine Ahnung, was ein Max sein soll. Das Gameplay ist auch nichts, was die Welt irgendwie auf den Kopf stellen würde. Ich habe nichts gesagt. Dankeschön. Es ist auch nicht wirklich ein langes Spiel. Das ist bei Gott nicht schlecht, sonst würde ich euch damit jetzt nicht so explizit auf den Sack gehen. Aber es ist halt für praktisch jede Person außer mir einfach nur ein Videospiel mit Goofy und Max. Die Story ist nicht wahnsinnig verwickelt, Soundtrack und Grafik sind nicht schlecht, aber auch nichts Außergewöhnliches. Es ist einfach ein gutes Super Nintendo-Spiel. Wie schrecklich. Das Game basiert auf der gleichnamigen TV-Animationsserie Goof Troop, beziehungsweise Goofy und Max im Deutschen. Ich meine, wenigstens führt der Name hierzulande nicht zu Verwirrung, weil halt nicht beides identisch ist. Witzigerweise wurde das Spiel in Japan zu Goofy and Max Pirate Island Adventure umbenannt, obwohl die Serie dort Papa is Goofy heißt. Okay, wenn die Namen schon so zu Verwirrungen führen, wie wär's dann mit den deutschen Erstveröffentlichungen? Why? Goof Troop für Super Nintendo kam hierzulande fast ein Jahr vor der ersten Folge der TV-Serie, auf der das Spiel basiert, heraus. Sie hätten wenigstens eine Spoilerwarnung dran schreiben können. Mich hat das zwar nicht betroffen, da ich mich im Jahr 1993 offiziell im 6. letzten Jahr meiner Vorzeugungsphase befunden habe, aber wer weiß, vielleicht gab es damals Straßenaufstände deswegen, ich kann es nachvollziehen. Und das wird nur noch merkwürdiger, weil das Spiel auch beinahe vollständig auf Deutsch übersetzt wurde. Selbst die Credits wurden nicht einfach so stehen gelassen. Klar, sowas wie das Logo und halt der Name des Spiels wurden nicht eingedeutscht, aber selbst so Sachen wie Spielerwahl, wofür komplett neue Sprite-Art angefertigt wurde, sind übersetzt worden. Also, warum hatte die Serie so eine niedrige Priorität? Das Spiel wurde entwickelt von Capcom. Genauer gesagt wurde es designt von Shinji Mikami. Den könnte man vielleicht kennen durch so unbekannte Nebenprojekte wie Resident Evil, Beautiful Joe, The Evil Within, Ghostwire Tokyo. Man kann schon sagen, nach Goof Troop ging es für ihn nur noch bergab. Generell ist das Spiel eine sehr japanische Produktion, nur der Producer scheint nicht japanisch zu sein. Patrick Gilmer, ein Mann der Videospiele und Disney-Franchises. Er war außerdem der Autor von Sinbad and the Cyclops Island.
was schaut ihr mich so an? Ich erfülle hier nur meinen Bildungsauftrag. Und das ist alles soweit zur Entwicklung und zum Release. Goof Troop kam ganz akzeptabel bei Reviewern an und ich würde sagen, das ist auch gerechtfertigt. Das ist, wie ich schon gesagt habe, halt in Ordnung. Nintendo Life hat sich das Spiel 2013 lustigerweise nochmal vorgeknüpft und dem Ganzen auch dann eine 7 von 10 gegeben. Also scheinbar hatten die Leute vor 30 Jahren genauso viel Ahnung wie die vor 10 Jahren. Aber machen wir uns von dem Spiel am besten selbst ein Bild. Beziehungsweise ich mache sogar ein Video, wie großzügig. Wir machen das Spiel an und... Ich glaube, ich brauche eine Anleitung. Goof Troop ist wohl so eines der simpelsten Spiele zum Starten, die ich kenne. Klar, heutzutage hat jedes Spiel ein Dutzend Tutorials und wenn man mal keins hat... ist man einfach komplett überfordert. Aber Goof Troop wirft einen einfach direkt ins Spiel, was für ein Top-Down-RPG relativ ungewöhnlich ist. Verglichen mit anderen, eher storylastigeren Spielen aus der Zeit gibt's hier einfach nicht viel Einleitung. Man kriegt eine Cutscene mit Story und dann kommt das Gameplay auf einen zugespült. Als Kind habe ich nie viel auf die Zwischensequenzen geachtet und sie meistens einfach weggeskippt, also warum schauen wir uns heute nicht einfach mal an, was da überhaupt passiert? Goofy und Max sind auf einem Boot und halten sich definitiv an keine Sicherheitsrichtlinien. Pete und PJ sind auch mit dabei, doch dann kommt ein Schatten, der auch von einem der beiden stammen könnte, wenn ich mir die so ansehe. Und oh nein, es sind Entführer, die nicht wissen, wie man Tic-Tac-Toe spielt. Goofy und Max sind entsetzt, die könnten es besser. Die beiden rudern direkt hinterher und zwar so schnell wie... So schnell wie Goofy kann. So schnell wie Pete und PJ sind wir praktisch, ja? Doch das Schiff der Piraten ist schneller. Jetzt wisst ihr, warum ich das vor 4 Sekunden gesagt habe. Die Piraten sind gone, Pete und PJ sind tot und das Spiel ist vorbei. Oh, ich lag falsch. Wir können entweder im Einzelspieler als Goofy oder Max antreten, oder wir suchen uns einen Freund und spielen mit beiden gleichzeitig. Das bedeutet, ihr wisst, was wir tun, wir spielen im Singleplayer. Goofy ist ein bisschen gemütlicher unterwegs, hat dafür aber mehr Power. Max ist ein bisschen flinker, braucht dafür aber bei einer ganzen Handvoll Gegner 2 Treffer statt einem, um sie zu besiegen. Jetzt kennt ihr übrigens auch schon das Combat-System in diesem Spiel, das ist fast so wie in Zelda. Also dann starten wir in unser Abenteuer. Wir sind angekommen. Als Kind ist mir dieser Zusammenhang nie aufgefallen, aber ja, es macht vollkommen Sinn, dass wir an einem Strand starten, da wir dort ja mit unserem Ruderboot angekommen sind. Die Lore ist canon. Das hier ist die erste von 5 Welten. Wir kämpfen uns von Süd nach Nord auf Spoonerville Island durch und auf der Karte kann man schon ungefähr die Themes der Welten erkennen. Ihr könnt ja im Kopf mal raten, was hier noch kommt. Aber jetzt erstmal zurück zum Spiel. Das hier ist Goofy und ja, er lebt. Ich denke, bevor wir aber gut loslegen können, ist es an der Zeit, euch das GUI zu erklären. Und noch ein paar andere Sachen. Das GUI ist ziemlich selbsterklärend, also warum ich es mache, keine Ahnung. Oben rechts wird permanent eine Aufforderung blinken, Start zu drücken. Das ist für einen zweiten Spieler gedacht, der eventuell mittendrin dazukommen möchte. Oben links haben wir unseren Lebenszähler, der niemals über 9 wachsen wird, sowie eine Herzenanzeige. Kirschen und Bananen füllen diese Anzeige jeweils um 1 bzw. 2 Einheiten auf und wenn wir 7 erreicht haben, kriegen wir ein extra Leben. Warum genau 7? Damit Mathematiker leider leiden. Ansonsten gibt es noch rote Edelsteine, die bringen uns direkt ein extra Leben. Wenn man schon 9 Leben hat und dann einen roten Edelstein einsammelt, erhöht sich die Herzanzeige einfach auf 6. Was bedeutet, dass man 69 Herzen braucht, um das Maximum zu erreichen. Dieses Spiel wird verkauft. Und es gibt noch türkise Edelsteine, die geben einem ein Continue, wenn man Game Over geht. Dafür war ich halt viel zu skillig, ich hab's nie erfahren. All diese Dinge, bis auf den Continue-Edelstein glaube ich, können random auch unter Gefäßen spawnen, wenn man sie aufhebt. Also es lohnt sich einfach alle Räume durchzusäubern. Im HUD daneben sind bis zu 2 Slots für, ich sag mal, Werkzeuge. Das amerikanische Manual nennt die Dinger Special Tools, aber so nenne ich schon meine Amorelie-Sammlung und ich will das nicht durcheinander bringen. Wenn man zu zweit spielt, hat jede Person nur einen solchen Slot und dort können alle möglichen langfristigen Goodies aufbewahrt werden, die einen Nutzen auf der Overworld haben. Harpunen sind wohl das, was ihr am häufigsten bekommt und gebrauchen könnt, aber es gibt auch Planken, mit denen man Brücken vervollständigen muss, es gibt Glocken, mit denen man Gegner zu sich locken kann. Die meisten Sachen außer der Harpune haben nur einen sehr kontextspezifischen Einsatz, aber es sind trotzdem coole Goodies. Dann gibt's noch Schlüssel, die ebenfalls über diese Funktion zu transportieren sind. Silberne Schlüssel werden über das Level verteilt gebraucht, ein goldener Schlüssel hingegen gewährt euch üblicherweise Zugang zum Endboss der Welt. Den Rest stelle ich euch einfach vor, wenn wir ihn im Spiel begegnen. Soll ja spannend bleiben hier. Der erste Bildschirm nach oben ist so ein bisschen ein Tutorial-Raum, würde ich sagen. Hier lernt man die 2 prominentesten Gegnerklassen kennen, die ich als Kind immer Pirat und Kugel genannt habe. Ist auch eindeutig genug, oder? Von diesen Gegnern wird es immer wieder verschiedene Varianten im Laufe des Spiels geben, die andere Fähigkeiten haben, aber hier in Level 1 laufen die einfach nur rum. Und man kann sie ganz kreativ töten. Man kann sie bewerfen, mit Steinen bekicken, ins Wasser harpunisieren,
man kann so sadistisch sein, wie man möchte, basically. Und hier zeigt sich auch direkt, dass Max ein Schwächling ist. Lull, der braucht einfach 2 Treffer für so einen dicken Kloß, wie peinlich. Als nächstes geht's nach rechts und dann ab an die Harpune. Was für ein mächtiges Gefühl. Außerdem ist hier so ein Strohhutmännchen namens Insulana. Hätten die wirklich keinen vorteilhafter klingenden Namen wählen können? Und er hat uns sogar was zu sagen. Darüber müssen wir kurz reden. Ja, das Spiel wurde schon vor der Serie komplett lokalisiert in Deutschland rausgebracht, aber die Übersetzung hat genau deswegen keinerlei Charme. Die amerikanische Version hat so charakteristische Dialoge, die aussehen, als würden sie zur Serie gehören. Wir haben coole Reime, interessantere Formulierungen, es ist einfach besser geschrieben, durch und durch. Die deutschen Texte wirken vergleichsweise lieblos. Als Kind ist mir das natürlich nie aufgefallen, da ich keinen direkten Vergleich hatte, aber selbst in jungen Jahren habe ich schon festgestellt, dass gerade in Zwischensequenzen der Text häufig komisch abschneidet, weil man halt pro Screen dieselbe Menge an Zeichen nutzen muss, wie die anderen Versionen. Dann hat das mit den genutzten Wörtern aber vielleicht nicht so reingepasst. Like, dieser Text hier, warum ist der auf 2 Bildschirme verteilt? Der passt in einen! Versteht ihr jetzt, warum ich so ein Nerd bin? Ich denke mal, diese unterdurchschnittliche Lokalisierung ist eben der Tatsache geschuldet, dass es noch keine Zitate oder Anspielungen aus der Serie im Deutschen gab, die man hätte nutzen können. Aber auch abgesehen davon, allein ein Blick ins Manual zeigt, wie ikonisch der genutzte Schriftstil im Englischen ist. Ein TH wird häufig zu einem D stilisiert, um den Slang von Spoon Neville Island anzufangen. Wo im Amerikanischen also Owl Key Lol Pete Got Out of That Whale steht, findet sich im Deutschen einfach nur eine wortwörtliche Übersetzung, ohne Liebe und Leidenschaft. Merkt ihr, dass wir bisher nur 3 Bildschirme vom Spiel gesehen haben und ich jetzt schon so viel rumgebitscht habe? Das wird ein tolles Video. Mit der Harpune können wir jetzt auch dieses Fass hier wegnehmen und uns die ersten Edelsteine gönnen. Stellt euch schon mal drauf ein, dass Welt 1 unglaublich leicht sein wird. Man bekommt so viel Zeug hinterhergeschmissen und es gibt keine wirkliche Gameplay-Challenge. Hier wird auch die Glocke eingeführt, die ich elegant, wie ich bin, geskippt habe, aber keine Sorge, ihr werdet sie noch sehen. Ein Designflaw, den ich dem Spiel definitiv jetzt schon vorwerfen möchte, ist, wie es den Spieler bestraft, wenn er mal falsch abbiegt. Es ist jetzt einige Jahre her, dass ich dieses Spiel zuletzt durchgespielt habe und auch wenn ich die einzelnen Räume noch im Kopf habe, sobald ich sie sehe, bin ich nicht perfekt. Es gibt manche Screens, wo man alle Gegner töten muss, um weiterzukommen, in diesem Fall 3 blaue Piraten. Also besiegen wir sie und gehen danach nach oben, nur um zu sehen, dass wir eben falsch abgebogen sind. Wir gehen zurück und müssen direkt nochmal dieselben 3 Gegner besiegen, um wieder zurückzukommen. Das ist nicht das einzige Mal, dass man auf so eine Situation treffen wird und es kann nach einer Zeit ziemlich nervig sein, auch wenn die Levels an sich keine schwere Knobelarbeit sind. Nur manchmal kann man halt vorher nicht wissen, wo der richtige Weg ist und dann dafür bestraft zu werden, ist nicht mein Fetisch. Gehen wir dann wirklich nach oben, kriegen wir unser erstes Steinrätsel präsentiert. Ich muss dem Spiel eines lassen. Es ist, was das Einbringen neuer Elemente angeht, verdammt gut designt. Man lernt hier sofort, dass Steine auf vorhergesehenen Gravierungen verschiedene Pfade freilegen können. Und da ist auch schon unsere erste silberne Schlüsseltür. Das kann zu Beginn noch ein wenig als eine Art mentaler Checkpoint gesehen werden. Später funktioniert das nicht mehr so gut, weil es mehrere davon gibt. Außerdem können wir mit unserer Harpune kleinere Gegner nicht nur stunnen, sondern direkt flachlegen. Es gibt einfach nichts, was man nicht mit diesem Amorelia-Artikel anstellen kann. Ich hoffe übrigens, ich erkläre das alles gut genug für jemanden, der das Spiel vielleicht noch nie gesehen hat. Für mich ist das halt alles so natürlich, weil ich das Spiel dutzende Mal in meinem Leben durchgespielt habe. Aber vielleicht, wenn ihr irgendwas nicht versteht, I'm sorry. Gehen wir nach oben, bekommen wir eine Mordwaffe. Die Schaufel ist ein sehr weirdes Special Tool. Man kann sie eigentlich nur nutzen, um in Erde zu graben. Diese Bereiche haben keinen Grund hier zu sein und sind nur eine Spielerei. Man bekommt keine erforderlichen Dinge, außer halt Obst und Edelsteine und man kann die Schaufel für nichts anderes nutzen als das. Gewöhnt euch trotzdem an diese Schaufel, tut es einfach. Na dann holen wir uns diese Planke, besiegen diese 3 Gegner zum dritten Mal und können nun vernünftig gen Norden schlendern. Und nach ein bisschen mehr PvE auf den Stegen begegnen wir unserem ersten etwas komplexeren Steinrätsel. Diese Steinrätsel haben in den meisten Fällen die perfekte Schwierigkeit. Es gibt einige, die echt nervig sind, aber das liegt in der Regel nicht an deren Komplexität, sondern an einem Gimmick, den der ganze Raum dann hat. Wenn man ein Rätsel irgendwie verhauen sollte, kann man einfach den Raum verlassen und neu betreten für einen neuen Versuch. Man wird also auch nicht bestraft, wenn man was falsch macht, was ich sehr gut finde. Das erste Rätsel ist natürlich noch verhältnismäßig leicht, also snacken wir uns den silbernen Schlüssel, indem das Holztor einfach explodiert. Ich hoffe, ihr betretet so nicht euren Garten. Und jetzt geht's einfach den ganzen Weg zurück und durch die silberne Tür. Ab hier ist der Rest ein Kinderspiel. Ein paar Räume, wo Gegner flachgelegt werden müssen, liegen vor uns und dann kommen wir zum Goldschlüsselrätsel, was noch leichter ist als das Silberschlüsselrätsel. Boom Boom hat einen weiteren Cameo-Auftritt und dann...
Merkt ihr, was ich meine mit den Gegnerräumen? Dieser Raum ist ganz eindeutig darauf ausgelegt, dass man ihn von unten aus cleart und nicht von rechts, aber sei's drum. Jetzt kommen wir endlich in den Genuss einer prächtigen Glocke. Aber nur einer, nicht gierig werden. Diese Bereiche sind einfach nur satisfying. Es ist nicht schwer und man könnte genauso einfach Damage boosten, so wie ich es hier mit Max gemacht habe, um Zeit zu sparen, aber es ist einfach ein cooles Gefühl, so eine Falle aufzustellen und dann drei primitive Kugeln reinzulocken. Manchmal sind's die simplen Dinge im Leben. Und dann geht's auch schon zum Boss. Mein Gott, sie sind rot! Es wird höchste Zeit, dass du kommst. Wir warten schon auf dich. Dein Ende naht. Das klingt alles ganz okay, aber was bekam Amerika? We will smash you, we will crush, we will bash you into mush. Ich bin mir sicher, ein Deutschlehrer könnte aus dem oberen Mehrbedeutung rauslegen, aber sonst, what the hell? Das hier ist das Jester Hole und es gibt uns einen Vorgeschmack. Diese Boys bewerfen uns mit Fässern, Stachelkugeln, sogar Bomben, die sie nicht mehr für die Holztore benötigen. Wir können manches davon einfach aus der Luft fangen, indem wir unsere Arme hochhalten und die Jester-Jungs Counter-Ratio und wie es sich gehört. Es ist ein ziemlich stinknormaler Bosskampf, es ist halt der erste und er ist vollkommen in Ordnung. Ich werde euch den hier jetzt nicht als absolutes Meisterwerk präsentieren. Ich muss aber zugeben, der Bosskampf wird sehr nervig, wenn die Menge an Zielen sinkt, denn irgendwann muss man echt schnell reagieren, damit man am richtigen Loch für den letzten Gegner steht. Ist aber alles andere als schwierig und nach getaner Arbeit zelebriert das Spiel mit einer lobenden Hymne. Pro abgeschlossener Welt kriegt man immer seine benötigte Zeit angezeigt und ich weiß noch genau, wie ich als Kind versucht habe, die runterzubringen. Goof Troop war eines der Spiele, das ich als erstes auf YouTube geguckt habe und ich kann mich ganz genau daran erinnern, dass ich ein Let's Play Together gesehen habe, durch das ich überhaupt erst vom Together-Modus erfahren habe. Abgesehen davon habe ich aber auch Speedruns angeguckt und die Rekorde, die ich heute auf speedrun.com sehe, kommen derzeit, die ich damals gefunden habe, ziemlich nahe. Mein persönlicher Rekord fürs ganze Spiel liegt, glaube ich, irgendwo bei 40 Ingame-Minuten, vielleicht waren auch 50. Ich hab's nie groß irgendwo dokumentiert und nur als kleines Kind zum Spaß gemacht. Aber ja, man könnte sagen, Goof Troop war mein erstes Speedrun-Spiel. Es war nicht Super Mario Kart. Überraschung. Weiter geht's mit einer Zwischensequenz. Endlich wieder etwas, wofür ich wenig Nostalgie habe. Goofy beleidigt Kugeln und Piraten, so wie ich jeden Morgen. Ich fand das Lächeln in Kombination mit dem offensichtlich aggressiven Dialog irgendwie funny. Keine Ahnung, mein Humor ist degeneriert oder so. Doch dann kommt der Plot-Twist. Die Jungs denken, sie haben niemanden gekidnappt, sondern nur ihren Captain gerettet. Bedenkt, dass der folgende Satz aus dem Mund eines nicht die TV-Serie im Ansatz kennenden Menschen stammt. Also... Was? Captain Carlo ist aus dem Wal gekommen, darum wollten sie ihn retten. Aber erstmal, warum ist er überhaupt aus dem Wal gekommen? Wenn ich das google, finde ich nur Lesetraining und wenn ich auf Englisch google, finde ich Goof Troop Trivia, also das hat offensichtlich nichts mit der Serie zu tun. Hat das irgendeine andere Connection mit der echten Disney-Lore? Hilft mir weiter, ich halte diese Unsicherheit nicht aus. Jedenfalls sind die Boys der festen Überzeugung, dass Pete und PJ Captain Carlo sind. Die haben zwei Leute gekidnappt und sagen, das ist eine Rettung für eine Person gewesen und darum war es okay. Max rafft es auch nicht. Ich fühle dich, Max. Auch wenn ich vor 10 Minuten angab, dich nicht mal zu kennen. Zurück auf der Insel-Leerzeichen-Karte geht es dann in die zweite Welt. Und oh mein Gott, ich bin von zwei Kugeln umgeben, so wie das häufig nach der Geburt der Fall ist. Mit Max hier zu spawnen ist schmerzhaft. Man fühlt sich klein und gebrechlich und kann die Jungs hier eh nur zuhitten. Man muss sie nicht besiegen, aber meine Instinkte erlauben es nicht anders. Das Spiel zieht jetzt grundsätzlich die Schwierigkeit etwas an. Die meisten Steinrätsel haben ein sekundäres Element. In diesem Fall Feuerkugeln, speiende Statuen, die erst ihr Mull halten, wenn ihnen ein Stein unter die Nase gesetzt wurde. So wie ich bei meiner Geburt. Hier wird etwas mehr Knobelei vorausgesetzt, aber so grundsätzlich hat man hier keine Probleme, solange man dem Feuer ausweichen kann. Außer man ist so dumm wie ich, wie ihr seht. Und einen Raum später haben wir auch schon unsere ersten neuen Gegner. Die steinekickenden Kugeln. An sich sind sie genauso wie die normalen Dickerchen, nur machen sie endlich Gebrauch von ihren Füßen. Wobei sie auch gern mal sowas machen. Wir rotten auf dem Weg nach oben einfach ein paar Schlangen aus und bekommen... Oh Gott, Farben! Das hier sind Bombensteine. Die haben einen grünen, dann gelben, dann roten Counter und machen dann Boom. Fast so, als hätte der Name Bombensteine, den ich ihnen gegeben habe, was zu bedeuten. Auch hier sorgen die pinken Kugeln natürlich für einen sicheren Auftritt. Man könnte fast sagen, es ist Kirby im Jahr 2022. Das hier ist ein grüner Pirat. Er wirft seine Schwerter einfach nach und denkt doch an die Umwelt. Ein ziemlich cooler Gegner. Einer der wenigen, die auch von weit weg gefährlich sein können, was ihn sehr besonders macht. Wir tauschen kurzerhand eine Harpune gegen eine Harpune und einen Schlüssel. Wer auch immer den Trade aufgestellt hat, ist nur minimal intelligent und kommen zu einem der schlimmsten Räume im Spiel. Das ist ein Steinrätsel, nur das direkt
an zwei der elementaren Steine zwei Kicker-Dickerchen stehen, die nur darauf warten, einem das Rätsel kaputt zu machen. Im Multiplayer ist das jetzt kein großes Problem. Einer lenkt die Gegner ab und der andere macht das Rätsel. Aber im Einzelspieler ist das einfach frustrierend. Und auch wenn man jedes Mal resetten kann, ist es teilweise einfach RNG, ob die Steine so gekickt werden, wie man es braucht. Viele Moves, die die Gegner anstellen, sind halt nicht mehr zu retten und sorgen dafür, dass man den ganzen Raum neu machen muss. Glücklicherweise müssen Steinrätsel grundsätzlich nur einmal gelöst werden, damit der Weg für immer aufbleibt, anders als bei den Gegnerräumen, die sich erst öffnen, wenn alle dead sind, egal wie oft man da drin war. Aber das macht diesen Raum nicht weniger frustrierend, um ehrlich zu sein. Vor allem, weil Steine auch einfach zerbrechen, wenn sie einen Spieler treffen. Warum? Bei Gegnern zerbrechen die doch auch nicht und die sind viel massiver. Mit etwas Taktik und Geduld geht das aber klar. Eine weitere Schlüsseltür wartet auf uns und nach rechts geht's in eine Sackgasse. Das ist eine Sackgasse, die brutal für Max ist. Die ersten Standardpiraten hatten alle auch mit Max nur einen Hitpoint, aber die stärkeren Varianten haben alle zwei. Hier sind vier davon auf dem Feld und wir haben acht Fässer zum Angreifen. Und begnadete Mathematiker merken schon, nicht nur muss man an die Fässer erstmal rankommen, man darf auch keinmal daneben werfen. Es ist nicht nötig, die Gegner zu besiegen, aber man muss an die Harpune rankommen und das ist leichter, wenn man nicht von vier Seiten mit Klingen beworfen wird. Außer man ist so cool wie ich und macht es einfach trotzdem. Ich habe keine Ahnung, wie ich das überlebt habe, aber ich beschwere mich nicht. Oder tue ich das doch? Erinnert ihr euch an diesen Raum hier, den ich nur beiläufig erwähnt habe, wo ich nach links bin? Plot Twist, geht man hier nach oben, ist dort ein Schlüssel, den wir jetzt ganz am Ende von der linken Route brauchen. Das ist dumm, ich musste den gesamten Weg zurücklatschen, dann hier zwei Items verwenden, eines davon ist die Planke, die ich im linken Raum bekommen habe, und dann kann ich wieder komplett zurück. Gott sei Dank ist dieses Steinrätsel eingespeichert. Aber das war auch schon das größte Problem. Goldschlüssel gefällig? Na, erstmal schaufeln. Bereitet euch drauf vor, das hier wird schon bald euer Leben füllen. Ich leide also unter konstant grausigem RNG und nehme dann desillusioniert den Goldschlüssel an mich. Ich meine, was soll ich sonst tun? Mehr Harpunen-Action, oder besser gesagt so viel Harpunen-Action, dass ich schon wieder zurücklaufen muss später, und wir befinden uns im letzten Raum. Die letzte Harpune hier ist quasi nur für PvE gedacht, denn jetzt kommen nur noch zwei Rollmöpse auf uns zu. Solche Angsthasen, die kugeln sich einfach ein, wenn sie uns sehen. Diese Boys hier werden komplett zu Sonic und bouncen einfach an der Wand ab, an der sie ankommen. Sie können nur mit der Harpune gestunt werden, wenn sie nicht im Murmelmodus sind, und sind gerade in späteren Levels noch eine größere Challenge als hier, wo sie eigentlich einfach nur Bouncy bei uns machen. Und dann seid ihr hoffentlich ready für den Bosskampf. Oh, ich liebe diese Musik. Haltet mich für so bescheuert, wie ihr wollt, ihr tut es eh schon, aber das hier war über Jahre hinweg meine liebste Bossmusik. Sie spielt ab jetzt bei jedem weiteren Endboss, also wir können sie noch ein paar Mal genießen, und ich weiß nicht. Ich mag einfach diesen düsteren Anfang, dann die Spannung und das Adrenalin, bis eine kleine ruhigere Sektion kommt und der Soundtrack loopt. Insgesamt geht der Track vielleicht eine halbe Minute, bis er sich wiederholt, aber ich liebe die Atmosphäre. Wir reden mal nicht über die Übersetzung, sonst wiederhole ich mich auch jede halbe Minute. Das hier ist Captain Feuerhauch oder Firebug im Englischen. Ich nehme alles zurück. Von der Seite kommen uns ein paar Handlanger zur Hand und langen nach handfassbaren Fässern, die wir mit unseren Händen erlangen, um Mr. Feuerkäfer hier ein bisschen einzuheizen. Seine Angriffe sind eine leicht rotierende Feuerstange und der Fackelwurf. Kommen wir ihm während letzterem zu nah, geht er wie ein Stabmixer in den Turbomodus, um uns wegzuscheuchen. Ich habe übrigens keine Ahnung, ob die Bosskämpfe mit Max länger dauern, weil er weniger Power hat. Grundsätzlich habe ich nicht das Gefühl, aber Spoiler, in der nächsten Welt habe ich eine Theorie. Ich hoffe, ich erinnere mich daran, sie ins Skript zu schreiben. Das Bossmuster ist aber prinzipiell genauso wie in Welt 1. Wirf einfach Fässer ins Gesicht, die man von der Seite gespendet bekommt, und der Rest geht ganz von selbst. Ich bin übrigens ein großer Fan von dieser Besieg-Animation. Das hat so einen richtigen Cartoon-Vibe. Fast so, als wäre Goofy ein Cartoon-Charakter. Hier ist das Passwort, falls ihr Bock habt zu cheaten. Ich weiß noch, wie ich hier einfach random Icons im Menü eingegeben habe und irgendwann zufällig in Welt 4 gelandet bin. Oh, sorry für den Spoiler. Dann habe ich Google gefragt, was es damit auf sich hat, und Google meinte so, hier sind alle Passwörter. Leider haben die Passwörter keinen anderen coolen Effekt oder so. Es ist wirklich buchstäblich nur dazu da, um nicht immer von vorne anfangen zu müssen, da das Spiel keine Speicherfunktion bietet. Zumindest gilt das für die amerikanische und europäische Version. Die japanische Version hat Schwierigkeitsstufen und ich lerne das jetzt gerade. Im Endeffekt bedeutet die Schwierigkeitsstufe hauptsächlich, dass die Steinrätsel ein bisschen anders angeordnet sind und teilweise wirklich, wirklich schwer aussehen. Vielleicht mache ich da in Zukunft nochmal ein separates Video drüber, falls das sich überhaupt ausreichend anbietet für so ein nischiges Spiel, aber ja. An der Stelle sei gesagt, die japanische Version scheint mehr Unterschiede zu haben, als ich dachte. Gut, dass ich das einen Tag vor der Veröffentlichung dieses Videos lerne. Wuhu! So, weiter im normalen Text.
kommen wir zur nächsten Cutscene. Es wird gruselig. Goofy und Max kommen an einem Schloss vorbei und überlegen, ob das die Piratenfestung sein könnte. Warum? Goofy schlägt vor, ob man mal anklopfen soll. Und dann kommt man ins Level und... wie hätte man anklopfen sollen? Man muss erstmal den Schalter unten links drücken, damit eine Brücke entsteht. Und dann hebt sich das Tor von ganz allein. Da gibt's kein Klopfi-Klopfi, da gibt's einfach nur fahrlässige Sachbeschädigung und einen Einbruch ohne Alternative. Anyway, wir haben direkt drei Möglichkeiten, um abzubiegen, und ich empfehle zuerst den guten alten Norden. Nachdem man hier die merkwürdigen Geister aus dem Weg geräumt hat, kann man sein Spiegelbild wegballern, wie ich es auch im Real Life machen würde, und Obst dafür bekommen. Was lernen wir daraus? Selbsthass ist gesund, meine Kinder. Ein Schritt nach links bringt uns in einen Raum mit Schall. Altern! Glaubt ihr mir, dass ich mich erschrocken habe? So im Post-Commentary? Und einem gemütlichen Ritter, der nach einem Gegentreffer so aussieht, als würde er im Boden stehen. Ich habe erst in meinem Playthrough mit Max kennengelernt, dass man die Dinger überhaupt permanent besiegen kann, und jetzt fühle ich mich dumm. Oh Gott, eine Pokémon-Höhle. Passend zum Gruselschloss wird natürlich zwischendurch temporär das Augenlicht um 95% geschwächt. Aber macht euch keine Sorgen. Nach ein bisschen Herumirren findet ihr eine Schaufel. Ich meine natürlich, nach ein bisschen Herumirren findet ihr eine Schaufel. Dude, es ist nicht lustig. Da ist sie. Eine Fackel. Endlich kann ich werden wie mein großes Idol. Aber keine Sorge. Die beiden Schaufeln waren natürlich nicht grundlos hier platziert. Ich präsentiere Peaches Schlossgarten in einer Parallelwelt. Bedenkt, es gibt hier keine notwendigen Goodies. Man schaufelt aus reiner Langeweile. Ich hatte auch schon 9 Leben, also es gab keinen Grund, den gesamten Garten auszubuddeln. Ich habe den gesamten Garten trotzdem ausgebuddelt. 2-mal. Weiter geht's. Es bleibt erstmal recht linear. PvE, EVP und eine Reihe an Ritterrüstungen. Was kann schon schief gehen? Okay, das war beim ersten Mal schon nicht lustig. Lass mich einfach durch die rissige Mauer und... ey, ich habe ein Déjà-vu. Wir nehmen eine Planke mit. Goodbye, meine geliebte Schaufel. Und dann können wir eine Kanone spawncampen. Dieses Spiel eröffnet so viele Möglichkeiten. Aus irgendeinem Grund kann man Bomben generell aus der Luft schnappen, egal mit was für einer Geschwindigkeit sie über einen fliegen, was Kanonen in diesem Spiel etwas witzlos macht, aber egal. Oh Gott, wir brauchen hier ein Brett und da oben? Ach, wie krasser ist ja eins. Wir jonglieren hier ein bisschen mit Special Tools. Ich könnte jetzt einen Amorelie-Joke bringen, aber sowas ist unangemessen bei Disney-Spielen, also werde ich keine Anspielungen diesbezüglich machen. Das gehört sich einfach nicht. Also für was haltet ihr mich? Das hier ist konzeptionell ein ganz normaler Gegnerraum. Man kommt nur realistisch an den Schlüssel, wenn man eh alles hier besiegt, wofür es auch genug Möglichkeiten gibt, denn die Gegner kommen die Treppen nicht hoch. Never skip Black Day. Vielleicht hat man hier einen Schlüssel verwendet, weil die Gegner wussten, dass man den Raum sonst immer wieder aufräumen müsste, und Schlüsseltüren sind halt permanent geöffnet, was wiederum bedeuten würde, dass den Entwicklern das Problem mit den Gegnerräumen bekannt ist, was mich traurig machen würde. All das machen wir für eine Berliner Mietwohnung, die wahrscheinlich als möbliert gilt. Schließlich sind da Treppen und eine Harpune. Bodenschalter. Drücke die Schalter in der richtigen Reihenfolge. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Let's go! Leute, das ist der Moment. Das ist der Moment, in dem wir nach Amerika reisen. In der hier gezeigten deutschen Variante zeigen die Schalterplatten die Farben eines Kartenspiels. Das gleiche gilt übrigens für die japanische Version, insofern ich Videotitel korrekt lesen kann. In Amerika hingegen sind hier Buchstaben zu sehen, die das Wort Open ergeben, wenn man korrekt über sie drüberläuft. Ich will nicht sagen, dass das weniger Sinn ergibt als Kartenspielsymbole, aber was war der Gedanke hinter der Änderung? Wäre das hier echt zu überfordernd gewesen? Hat dieser Raum hier ein Lost Levels Trauma ausgelöst? Anyway, wir nehmen den Schlüssel mit und jetzt kommen wir in einen Raum, wo es endlich wieder fair zwischen allen Territorien ist. Und während wir hier so unseren weitestgehend überraschend linearen Pfad entlang gehen, dafür, dass das hier ein Gruselschloss ist, überlege ich, was am Anfang im rechten Raum gewesen wäre, den wir ja nie betreten haben. Not gonna lie, ich habe keine Erinnerung an diesen Raum. Ich glaube, ich bin hier noch nie drin gewesen. Hier kommen auch so Fledermausgegner vor, die mir ebenfalls völlig fremd vorkommen, und man bekommt einfach schon frühzeitig eine Fackel, eine Glocke, warum auch immer, und ein Continue. Das war's. Hier ist vorbei. Kein Wunder, dass ich hier nie lang gegangen bin. Jetzt, wo wir das hinter uns gebracht hätten, gibt's mehr silberne Schlüssel und mehr silberne Schlüssel und mehr silberne Schlüssel. Ach, und den Tod, den gibt's ja auch. Dieser Raum ist lame. Man muss komplett außen rumlaufen, dann eine Harpune einsetzen und dann einfach warten. Man kann vielleicht ein bisschen Fortnite-Tänze üben, aber das war's. Man bekommt eine Fackel und das nicht ganz ohne Grund. Hier ist ein weiteres Labyrinth, aber diesmal...
mit Gegnern. In der japanischen Version wäre das alles jetzt halb so wild, aber wir Europäer, wir können uns f***en gehen. Wenn man hier mit Max ohne Fackel durchlaufen würde, gäbe es keine Chance, nicht blind in die Gegner reinzulaufen. Aber es ist ja direkt vorm Raum eine Fackel, also alles ist gut. Das hier ist mein liebster Kanonenraum. Einfach weil man die Kanonen gegeneinander richten kann, sodass eine die andere mit abschießt. Gute Zeiten, die man hier hat. Ein neuer Raum mit einem neuen Schlüssel, aber Plot-Twist, er ist golden. Ihr wisst, was das heißt. Es folgt nur noch eine auf die Seite gekippte Saw-Falle und dann kann es auch schon zum Boss gehen. Oder zu den Bossen? Diese Viecher heißen Captain Rot und Captain Blaubart, während sie im Englischen einfach Blue and Red Skeleton heißen. Man kann der deutschen Lokalisierung vorwerfen, was man will, aber wenigstens kennen sie das Wort Captain. Das ist mein Lieblingsboss im Spiel, glaube ich. Er hat eine perfekte Kombination aus Abwechslung, Charakter, Taktik und Länge. Der rote Dude wirft 3 Knochenhaufen, die schnell landen, und der blaue wirft immer 2, die von der Wand abprallen. Nachdem die Haufen auf dem Boden aufkommen, machen wir es wie jeder gute Hundebesitzer und werfen sie dem Verursacher mit voller Wucht in die Fresse. Und wisst ihr noch, wie ich gesagt habe, dass Max bei Bosskämpfen keinen wirklichen Nachteil hat? Ich habe ein Gedächtnis. In der zweiten Hälfte vom Kampf nehmen die Skelette gerne mal ihren Kopf ab und werfen ihn nach dem Spieler, der ihm dann ausweichen muss. Es sei denn, er hat noch ein Häufchen übrig. Dann kann er den direkt gegen den Schädel werfen. Und das kann jetzt natürlich Einbildung sein, aber ich glaube, dass man dann mit Goofy doppelten Schaden macht und mit Max trotzdem nur einen Hitpoint abzieht. Zumindest hatte ich bei meinem Max-Playthrough deutlich länger am letzten übrigen Skelett zu knabbern. Nachdem wir also Teile der Geschichte komplett und unwiderruflich ausgelöscht haben, sehen wir unser nächstes Passwort, und wenn das nicht Reichtum ruft, weiß ich auch nicht. So gucke ich auch immer nach dem mir überwiesenen YouTube-Money. So, jetzt gehe ich euch ja bei Passwort-Screens immer mit irgendeiner Tatsache auf die Eier. Ist euch aufgefallen, dass sich die Sterne im Rahmen gar nicht wirklich im Kreis drehen, sondern es nur eine optische Illusion ist? Ich bin einfach ein Sucker für sinnlose Trivia-Fakten in Videospielen, die ich mag. Aber so viel dazu. Wie geht es denn in der höchst logischen Story weiter? Pete kommt zur gleichen Realisierung wie Kugel und Pirat einst. Er spricht in 2 Screens das aus, was eigentlich in einen passen würde. Dieser Storystrang ist eigentlich nochmal cooler, wenn man bedenkt, dass Captain Carlo im Englischen ja auch Keelhaul Pete heißt. Da macht die Verwechslung also vom Namen wenigstens Sinn. Dass Disney Fandom Wiki sagt, dass Captain Carlo eigentlich Pete's Doppelgänger ist, und das würde implizieren, dass Pete der Originale ist, und außerdem wird hier gesagt, dass Pete so lange für den Captain gehalten wird, bis Carlo aus dem Wal kommt, aber Carlo ist schon zum Start des Spiels aus dem Wal gekommen. Ich glaube, man muss Philosophie studiert haben, um diese Story zu raffen. Ich meine, wir haben jetzt 60% vom Spiel rum. Ich bin mir sicher, mein nicht mit Disney gefülltes Gehirn vergisst gerade irgendwas, aber gut, dass ich als Kind nicht so kritisch darüber gedacht habe. Ich hätte so viele schlaflose Nächte gehabt. Well, ab ins Blaue. Was für ein Clickbait! Das hier war früher meine Lieblingswelt. Und auch wenn ich das heute anders sehe, weil einige Räume etwas nervig sind und sich das Level zwischendurch echt in die Länge zieht, gibt's hier nicht nur eine coole Atmosphäre, sondern auch die meiste Atmosphäre, finde ich. Aber dazu kommen wir bald nochmal im Detail. Nachdem wir im Schloss ja gar keine traditionellen Steinrätsel mit den Sternplatten hatten, feiern diese jetzt ein gehöriges Comeback. Und das beginnt schon im ersten Raum. Aus heutiger Sicht ist das alles nicht mehr katastrophal schwer, aber man muss hier und da zumindest vorher mal ein Auge auf den gesamten Aufbau des Raums werfen, bevor man anfängt, wild durch die Gegend zu kicken. Zu unserer oberen finden wir diesen Raum. Das hier sind die Jesters aus dem ersten Bosskampf, und wie gewohnt können sie Fässer nehmen und auf uns schmeißen. Diese Fässer können wir dann fangen, zurückwerfen, dann kann unser Fass gefangen werden, und ach, es ist einfach eine Riesenfreude, wenn die sich gegenseitig platt machen. Das hier ist auch ein cooles Rätsel, und jetzt auch erstmals mit den Bombensteinen. Jetzt geht es nicht nur um die genauen Moves, sondern auch um die Reihenfolge und Geschwindigkeit, in der man diese ausführt, und das wird später nochmal interessanter. Hier macht man es ja praktisch nur für 2 extra Leben. Jetzt kommt ein Eisgebiet, wo man schnell genug alle Schalter aktivieren muss. Und ich hab's zwar nicht in meinem Footage drin, aber wenn man hier zu langsam ist, resetten sich die Schalter und man muss von vorne anfangen. Wenn alle gleichzeitig aktiviert sind, geht's weiter. Diese Welt ist übrigens grundsätzlich ziemlich linear. Es gibt zwar hier und da mal Wegabzweigungen, aber das führt meistens entweder zu optionalen Bonusräumen, wie diesem dunklen Labyrinth, wo nur Obst und Edelsteine versteckt sind, oder man muss einfach in Raum A etwas machen, was in Raum B dann das Weiterkommen bewirkt. Das seht ihr später noch. Und es gibt eigentlich nie Backtracking, was das hier zu einer der unfrustrierendsten Welten macht. Und das, obwohl wir tief begraben in einer Höhle sind. Weiter geht's in diesem Raum. Warum ich bestimmte Räume nur so hervorhebe. 16 Fässer warten nur darauf, hochgehoben zu werden, wenn man Goodies farmen will, indem man immer wieder rein und raus geht, aber wer nicht das Maximum an Leben hat, ist eh cringe. Oh,
Jetzt wisst ihr vielleicht, warum ich Räume hervorhebe. Es kommt nicht zu oft vor, aber manchmal werden Räume einfach recycelt. Und ich bin mir sicher, das soll die Wirkung haben, dass man sich hier eher verläuft, weil man nicht mehr genau weiß, wo man ist. Aber es sind halt nicht die interessantesten Räume. Und manchmal braucht man einfach Glück, damit man hier gut durchkommt. Ich meine, ich kann nur wenig beeinflussen, wie die Jester hier die Fässer rumwerfen. Und wenn ich irgendwann nicht mehr an Fässer rankomme, viel Spaß bei den Schlangen. Und hier wird's jetzt interessant. Das ist die einzige wirklich große Weggabelung im gesamten Spiel. Mit Goofy werde ich euch zuerst den oberen Weg zeigen, den man freischaltet, indem man das Steinrätsel auf der linken Seite komplettiert, und wenn wir vor dem Bosskampf stehen, zeige ich euch den rechten Weg. Und der ist cool. Darum enthalte ich euch den auch vor, weil ich euch alle nicht lieb habe. Auf dem oberen Weg ist alles auf Rätsel ausgelegt und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich hier nicht ein paar Augenblicke überlegen musste. Als Kind? Ja, ich hatte hier keine Chance, aber mittlerweile mit 22 Jahren Erfahrung habe ich genug Hirnschmalz für die logischen Denkprozesse, die notwendig sind. Ich bin so stolz auf mich. Oh hey, ein neuer alter Raum. Oh hey, ein Schieberätsel gemeinsam mit einem Kickdicker-Kickerchen. Er ist tot. Lang lebe Kickdicker-Kickerchen. Recycling ist gut für die Umwelt. Und hier sehen Sie etwas, was ich als absoluten Ratio bezeichnen würde. Er hat nicht kampflos aufgegeben. Oh doch. Und jetzt gibt's wieder ein bisschen Dopamin. Wenn man in den Minecart sitzt, ist man komplett unverwundbar, auch gegenüber den geworfenen Schwertern, und man überfährt einfach alles und jeden, der im Weg steht. Es gibt keinen Gameplay-Grund dafür, keinen lore-technischen Grund, außer man spricht Lore-Deutsch aus. Es ist einfach nur ein bisschen Futter für den tierischen Teil unseres Denknödels. Oh Gott, dieser Raum. Ihr habt vielleicht festgestellt, dass wir bisher noch gar keinen großen Gebrauch von Special Tools gemacht haben, und ohne die Möglichkeit, Gegner hier zu besiegen, kann das hier grausam sein. Wir müssen eigentlich nur die Schalter aktivieren. Es gibt hier diesmal auch kein Zeitlimit, aber das geht halt nur, wenn ich an den Schalter auch drankomme. Und da wir hier ein Branddickerchen haben, neigt der dazu, manchmal einfach stehen zu bleiben und einen auf Firebug zu machen. Wie mein großes Idol. Da ist zwar nach unten in ein Raum... Moment mal, da ist ein Raum? Ah ja, da ist ein Raum. Erinnern wir uns mal zurück an die gute alte Zeit mit der Weggabelung. Max schaut sich jetzt mal die andere Route an und in meinem Headcanon ist die einfach unglaublich cool. Ich wusste als Kind nie, dass der Weg da rechts existiert hat. Für mich stand da einfach ein Gegner rum, der mich stressen soll, während ich das Rätsel lösen muss. Aber mir ist nie diese Öffnung in der Wand aufgefallen. Ähnlich wie in einer Berliner Mietwohnung, die als möbliert gilt. Also dann dackeln wir diesmal doch dahin und oh mein Gott. Während der andere Pfad mehr mit Rätseln gespickt war, ist hier Geschicklichkeit gefragt und boy, muss man hier geschickt sein. Die Steinstatuen aus Welt 2 kehren zurück und sind jetzt nur noch fieser als damals. Je mehr man gelöst hat, desto weniger feiern sie, aber sonst ist der Raum nicht wirklich komplex. Dann gibt's wieder Brain Food für den dümmsten und primitivsten Teil meines Gehirns ever. Wenn man die Glocke läutet, wirft selbst der grüne Pirat auch gar keine Schwerter mehr. Es ist faszinierend. Der Grund, warum ich diese Route besser finde, ist, glaube ich, die Abwechslung. Natürlich liegt es auch daran, dass ich das hier halt als zweites kennengelernt habe und es daher frisch und besonders in meinem Kopf ist, aber auch, weil hier einfach mehr passiert, als nur ein bisschen Steine kicken, während man 5 Minuten seinen Bildschirm anstarrt, weil man es einfach nicht gelöst kriegt und dumm ist. Hier kommt auch so ein komplett einzigartiger Ausweichbereich mit Sprites, die sonst, glaube ich, nie wieder irgendwo vorkommen und nur für diesen einen Raum existieren. Und das hier ist auch der Raum, an den ich immer denken muss, weil der mir damals in irgendeinem YouTube-Thumbnail angezeigt wurde und ich mir dachte, what? Da war ich noch nie. Wie kommt man da hin? Man muss einfach nur Berliner Mietwohnungen auswendig kennen. Gefolgt von einem Rennen gegen die Zeit, wo man sich erst durch Fässer und Gegner kämpft und dann den Bombenstein pünktlich in die Ecke kicken muss. Das war schon mit Max gar nicht mal unknapp. Ich weiß nicht, ob das mit Goofy überhaupt geht. Ich meine mich aber zu erinnern, das schon mal mit Goofy gemacht zu haben, als ich klein war. Wenn das nicht geht, würde das bedeuten, dass man extrem weit zurück muss. Und das würden die doch niemals machen, oder? Und so kommen wir wieder zu diesem Raum. Fun Fact, sollte man jetzt von hier aus zurücklaufen, kommt man bis zu dem Bereich mit dem einst toten Kickdicker-Kickerchen. Du kannst mich nicht bekommen, du kannst mich nicht bekommen. Ja, so werte ich mein Ego auf. Aber Karma hittet und das hier ist mein Hassraum. Es gibt kein Entkommen. Es ist ein Schieberätsel im Dunkeln und es ist nicht das komplizierteste auf der Welt. Ich glaube, es gibt sogar mehrere Möglichkeiten, es zu lösen, aber ich mag mein Augenlicht und solche Räume beleidigen es. Egal, gehen wir weiter und... Nein, das hier ist mein Hassraum. Nicht nur ist er gespickt mit Dickpick, Schicker, Kicker, Dickdickerchen, sondern man muss die auch noch besiegen. Und entweder hat man halt Glück oder... Es ist einfach nur nervig. Na komm schon, das war unentschieden, oder nicht? Der Rest vom Level ist nichts groß Besonderes mehr. Ein zweischrittiges Rätsel, damit man den Wasserfall abschaltet, denn so funktionieren organische Höhlen. Ein letzter Bereich, bevor man ganz ohne Goldschlüssel übrigens zum Boss kommt. Wie gesagt, die haben mir irgendwie vergessen, wie spaßig die Hälfte des Huts ist. Und dann geht's zum Boss, der diesmal auch ganz ohne Einleitung losgeht. Das sind grüner Lindwurm und roter Lindwurm. Diesmal sind sie nicht zu Captains geworden. Und der Boss ist vollkommen lame. Es tut mir leid, er passt
fast zur Höhle, aber es wiederholen sich halt immer diese zwei Schritte. Entweder ein oder zwei Würmer kommen entlang einer der langen Baumstämme rausgekrabbelt, dann gibt es ein besorgniserregendes Erdbeben und es fallen 4, 6 oder 8 Stalaktiten vom Himmel, die man den Würmern ins Gesicht feuern muss. Dabei verlieren sie dann ihr Hinterteil wie Kim Kardashian ohne Photoshop und in der nächsten Runde werden sie dann schneller. Es gibt nicht wirklich eine Challenge, man ist immer sicher, wenn man an der Tür hier bleibt und hat auch immer genug Zeit zwischen den Angriffen der Würmer einen Stalaktit aufzuheben und sich wieder in Sicherheit zu bringen. Und selbst wenn man mal nicht zum Stalaktit kommt, gibt's keine Strafe, wenn man unendlich lang braucht. Es gibt ja kein Zeitlimit. Den Boss haben die eingebaut, weil sie noch einen random Boss brauchten und sich dachten, ja, was lebt außer Funky Kong Spielern noch in Höhlen? Ah, Würmer. Und lass die einfärben. Aber gut, wenn man dann den letzten Wurm auf ausreichend wenige Gliedmaßen runtergekürzt hat, kann man sich feiern lassen und sich die vorletzte Zwischensequenz anschauen. Vielleicht macht die Story ja jetzt Sinn. Pete! Was macht Goofy? Er wird zu einer aerodynamisch fragwürdigen Ballerina und dann ist es Keelol Pete, der plötzlich am Boden liegt. Das ist nicht Pete, das ist der Piratenkapitän. Okay, der liegt da jetzt bekämpft am Boden, warum auch immer. Goofy und Max sind auch ganz gesprächig, was die Pete-Lore angeht. Dann holen wir doch jetzt Pete und hauen ab. Ich meine, Captain Carlo kriegt ja eh nichts mit. Merkt euch, dass der komplett bewusstlos darum liegt, ohne dass wir irgendwas gemacht haben. Das hier ist die letzte Welt des Spiels und sie ist grafisch die prächtigste. Jede Welt hat in meinen Augen so ein bestimmtes Feeling. Ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde, weil ich Nostalgie geblendet bin, aber die erste Welt hat so eine Aufbruchstimmung. Die zweite Welt fängt so ein ländliches und erkundungsförderndes Feeling ein. Die dritte Welt ist halt ein Schloss. Die vierte ist, wie ich schon gesagt habe, die atmosphärisch stärkste Welt. Ich weiß nicht, ich feiere einfach die Kombination aus Soundtrack, diesen dunklen Höhlen, mal ein bisschen feurig, mal ein bisschen eisig, es gibt viel Abwechslung, es fühlt sich organisch an. Und diese letzte Welt hier ist einfach grafisch eine Wucht. Nicht nur finde ich, dass die Farbpalette einfach perfekt zu einem lebhaften Disney-Schiff passt, sondern auch das Sprite-Art ist einfach detailverliebt und hübsch. Es ist definitiv die längste Welt und das auch nicht ohne Grund, es ist ja die schwerste und mehr zu tun ist gleich mehr Schwierigkeit. Allerdings ist es genau dadurch auch nicht die spannendste Welt. Die meisten Räume geben einem einfach nur eine Riesenmenge zu tun und sind vollgestellt mit Hindernissen oder Gegnern und es wirkt teils echt unkreativ. Dieser Dude hier sagt, dass einige Insulaner aufs Schiff entführt wurden und bei einem Fluchtversuch deren Dorf niedergebrannt wird. Die Piraten waren einfach schon Minecraft-Spieler, bevor es cool war. Ich lasse dem Piratenschiff eines. Es hat viele individuelle Gimmicks. Die sind zwar nichts krass Besonderes, hier ist es literally nur ein Rollband und meistens wartet man einfach nur irgendwo rum, aber hey, immerhin kreativ. Ein Rennen gegen die Zeit mit etwas mehr Schritten in diesem Raum, neue kleinere Kanonen, die die Gegner einfach weg one-hitten in diesem Raum, es steckt schon ein bisschen Gedanke dahinter. Anders als hier. Es gibt ein Muster, das sich immer wiederholt und wenn man sich das lang genug anschaut, geht es auch voll klar. Aber man kann auch einfach zwischen den Kanten entlanglaufen und alles ist okay. Aber für jede kreative Idee gibt es halt auch einfach nur einen Raum, der komplett vollgestopft wirkt. Ich habe den Eindruck, die Designer wollten das Spiel zum Schluss nochmal künstlich komplexer machen und haben einfach so viele Elemente wie möglich in manche Screens reingeschmissen, weil das ja herausfordernder ist. Ich find's einfach nervig und langatmig. Wo die Welt glänzt, ist bei den Steinrätseln. Da sind echt knifflige Kombinationen dabei, die mit nur sehr wenigen Steinen konstruiert werden. Das ist Qualität statt Quantität, anders als dieses Video. Und es gibt auch die ein oder andere kreative Nutzung von Werkzeugen, wie dass man hier mit der Harpune Fässer heranzieht, um mit denen über eine Wand hinweg Schalter zu treffen, die einem den Weg frei machen. Hier soll man mit einer Glocke das normale Dickerchen auf den Schalter locken, um an die Harpunen zu kommen, aber mit ein bisschen Geduld macht er das auch von ganz alleine. Not gonna lie, ich mag die Welt nicht und entsprechend habe ich nicht wirklich gut gespielt. Werde ich es noch ohne Game Over schaffen? Ich habe es euch schon gespoilert, falls ihr aufgepasst habt. Habt ihr alle mitgeschrieben? Okay, damit das jetzt hier nicht die absolute Gähnpartie wird, werde ich euch noch die interessantesten Räume zeigen, wie dieses Schieberätsel hier. Es ist meines Wissens nach nicht möglich, hier alles auf einmal zu holen, aber wichtig ist ja ohnehin nur der Schlüssel. Der Rest sind einfach Goodies, die ich auch gebrauchen kann. So ist es ja nicht. Die Insulaner haben nichts groß Spannendes zu sagen, aber was sollen die auch zu sagen haben, wenn die nur an der Wand in einem Raum chillen? Und jetzt kommt die Farming Session. Ihr wisst ja, dass Obst und rote Edelsteine unter Fässern sein können. Wie wäre es, wenn wir einen Raum mit 6 Fässern an der Tür immer wieder neu laden und so lange Obst auflutschen, bis wir wieder mehr Leben haben? Das wäre unmoralisches Schummeln. Ich meine, darauf ist das Spiel gar nicht ausgelegt. Ich finde das nicht in Ordnung, dass du es dir so leicht machst, Ballando. Das Spiel ist sowieso schon für Kinder gemacht. Ich bin traurig, dass du sowas nötig hast. Wie kannst du es wagen? Ihr könnt mir in den Kopf werfen, was ihr wollt. Das hat Wunder.
wunderbar funktioniert. Außerdem gibt's hier hinter der silbernen Schlüsseltür noch eine wunderbare Schatzkammer und die ist zwar komplett dunkel, aber hier gibt's keine Gegner, die aufpassen, keine Angst. Was es hier aber gibt, ist den Goldschlüssel, einen der letzten Schritte zum Beenden des Spiels. Aber wir können das Spiel natürlich nicht beenden, bevor wir nochmal richtig, richtig Spaß haben. Ich muss immer an diese Plattform in Super Mario 64 denken, wenn ich das hier sehe und ich mochte auch die schon nicht, aber die war wenigstens verlässlich. Hier ist es von RNG abhängig, wie gut man vorankommt. Ich bin mir sicher, es gibt auch da ein festes Muster und ich könnte mir das einfach einprägen, sodass die immer gleichen Schritte zum immer gleichen Ergebnis führen, aber warum sollte ich das tun? Wir quälen uns also in diesem leeren Raum, wo es übrigens auch keinen großen Anspruch gibt, nach oben rechts. Man hat für jeden Input so viel Zeit, wie man will und es ist einfach langweilig. Und wir werden auch noch beobachtet. Ich werde nervös. Es ist so frustrierend, wenn man ganz kurz vorm Ziel ist und einfach nicht die Platten kriegt, die man braucht. Okay, und von all den Leuten, die mir die Story gut erklären, ist es jetzt ein Insulaner. Captain Carlo wurde scheinbar jetzt erst ausgespuckt, darum berichtet er ja so über die Rückkehr. Das heißt, in dieser Cutscene gerade eben wurde Carlo ausgespuckt und war darum bewusstlos. Das heißt, der hier hat gelogen. Mehr bombiges Gameplay. Ja, das ist eine Sache, die physikalisch möglich ist. Und hier kommt das Steinrätsel meiner Kindheit. Ich habe hier Tage dran gesessen. Es ist das letzte Rätsel des Spiels und es wirkt erstmal simpel. Ich meine, wir haben 5 Steine zur Verfügung und müssen nur 2 Gruben damit füllen. Aber die Lösung ist kniffliger als gedacht. Jetzt auch nicht Dark Souls-mäßig schwer, es ist ja nicht DKC 2. Man muss jedoch schon ein bisschen überlegen. Und ich habe hier zwar nicht am längsten gebraucht von allen Rätseln im Spiel, als ich es für dieses Video nochmal durchgespielt habe, aber es hat mich damals definitiv aufgehalten. Der untere Raum ist nur nochmal Bonus und könnte genauso gut geskippt werden und im allerletzten Raum haben sie nochmal ein richtig cooles Gimmick untergebracht. Warum erst hier? Wir müssen die Kanone auf die Schwertpiraten lenken und sie dann mit Bomben treffen. Und das ist einfach ein cooles Minispiel sozusagen, das einen vorm finalen Bosskampf erwartet. Das Prinzip ist schnell gerafft und man kann in der Regel einfach spammen und abwarten, aber das macht's nicht weniger cool. Warum kommt das nur ganz am Ende vom Spiel einmal vor? Na dann geht's ab in den letzten Raum. Und wer wartet da auf uns? Nicht Bowser? Als was willst du reinkarniert werden, wenn ich mit dir fertig bin? Als deine englische Dialogbox wäre ganz cool. Das hier ist der mit Abstand schwerste Boss im Spiel. Nicht nur wegen der schieren Menge an Angriffen, die er drauf hat, sondern auch einfach, weil von ihm so viel Gefahr ausgeht. Man ist an keiner Stelle im Raum sicher. Bei allen anderen Bossen konnte man sich unten am Bildschirmrand aufhalten und war einigermaßen unversehrt, aber Captain Carlo gibt einen absoluten F*** drauf, wo du bist und springt da einfach hin. Während er seine Wirbelwindangriffe macht, wirft er Bomben durch die Gegend und die sind es, mit denen man Schaden anrichtet. Dann hat er noch diese Kugelgeschosse, die in 5 Richtungen feuern. Er hat sogar einen Angelhaken, mit dem er einen zu einem ziehen will. Befreien kann man sich daraus übrigens durch rapide Inputs auf dem D-Pad, sonst kassiert man einen Gegentreffer. Das langweiligste sind wohl die Momente, wo er einfach oben auf die Plattform springt und seine Handlanger ruft. Das ist in der Regel nur ein Ausweichspiel, wenn man keine Bomben mehr übrig hat, aber mit dem Bonus, dass die theoretisch für immer da bleiben, wenn sie nicht bekämpft werden. Man kann die zwar mit Harpunen wegstunnen und dadurch in Schach halten, wenn man keine Bomben dafür verschwenden will, die statt Captain Carlo anzugreifen, aber es ist trotzdem teilweise lame, weil es den Kampf halt immer in die Länge zieht, wenn Pete Numero Dos diesen Move ausführt. Und dieser Bosskampf soll ganz klar gefährlich sein. In der Credits-Sequenz werden Goofy und Max direkt zu Beginn von ihm aus dem Leben gekickt, so als Zeichen, yo, das ist übrigens der krasse Endboss. Mit ein bisschen Übung kommt man aber durch all seine Angriffe gut durch und kann ihn zum DVD-Logo transformieren. Stufe geschafft, Spiel geschafft, dann schauen wir doch mal, wie es Peter und PJ so geht. Captain Carlo wurde mit Seilen zusammengebunden und hat den übelsten Kater scheinbar, aber Pete und PJ haben keine Reifenabdrücke hinterlassen, wo sind sie nur? Bedeutet das etwa, dass das hier vielleicht das falsche Piratenschiff ist? Was null Sinn macht, wenn die Gäste auf diesem Piratenschiff ihren Anführer verwechselt haben? Ach egal, das brauche ich jetzt auch nicht mehr. Ich hoffe, dass die Piraten aus Pete und PJ kein Haifutter machen. Oh mein Gott, war das Foreshadowing? Achso, nee, es ist ein Krokodil. Ich dachte schon, ich wäre gespoilert worden. Aber keine Sorge. Goofy und Max ziehen die beiden natürlich in Sicherheit. Das Krokodil kriegt eine Gesichtslähmung verpasst und Captain Carlo wird stattdessen verfüttert. Ich meine, die schmecken doch bestimmt sowieso gleich. Und jetzt, wo wir wissen, dass alles in Ordnung ist, kriegen wir Teil 1 der Credits zu sehen und bekommen jeden Gegnernamen einmal vorgestellt. Da hätten wir Jolly, dann hätten wir da Roger, fehlt eigentlich nur noch Bay. Au. Sei kreativer! Okay, sorry. Der Schwertmann heißt Jack, das schicke, dicke, vertickende, dickpick, schicker, schikanierende, dickkicker, kickerchen heißt Rob, der Max bis zum Tode auskonternde Weitwurf-Weltmeister heißt als ob! Unsere liebsten Rollmops Sonic Murmeln nutzen Autotune, Mr. Feuerkäfer Fanboy heißt Ramble,
wie nach seiner Amorelie-Behandlung bekannt wurde. Und den Rest, also die Bosse, kennt ihr ja bereits. Wobei, wie hießen nochmal die spielbaren Charaktere? Das war nicht Mario Kart Wii. Und das wäre soweit mit Goof Troop gewesen. Jetzt kommen nur noch die normalen Credits. Bei meinen Recherchen zu dem Spiel ist mir erst aufgefallen, dass es doch eine etwas breitere Fanbase hatte, als ich dachte. Ich meinte zu Beginn ja, dass vielleicht nur zwei Leute das Spiel kennen und die zwei Leute wären ich gewesen. Aber tatsächlich scheinen sich noch mehr Leute an das Spiel zu erinnern. Und ich würde zwar nicht unbedingt sagen, dass es underrated ist, es gibt genug Probleme an dem Spiel, als dass das hier zum Kultklassiker aufsteigen könnte. Die Story ist etwas wirr, Backtracking fühlt sich teils sehr bestrafend an und das Game ist verhältnismäßig kurz, auch für damalige Verhältnisse. Aber das wird mich nicht davon abhalten, immer gute Erinnerungen an das Spiel zu haben. Und ey, wenn ich mal ein neues Abenteuer möchte, gibt's sogar ROM-Hacks von dem Game. Wenn die existieren, weißt du, du hast es geschafft. Ich bedanke mich in diesem Sinne bei euch also fürs ausdauernde Zuhören und Zurechtkommen mit meinen dummen Kommentaren zwischendrin. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und natürlich auch nochmal vielen Dank für 20.000 Abonnenten. Also bleibt mir nichts mehr zu sagen, außer haut rein, lasst gerne ein Däumchen nach oben da und wie immer, lasst nichts anbrennen. Tschüss!